Der Begriff Gender ist vom Terminus Sex zu unterscheiden. Während Sex die biologische Differenz zwischen verschiedenen Geschlechtskörpern bezeichnet, bezieht sich Gender auf das soziale Geschlecht. Das Konzept Gender erachtet Geschlechtsidentität also nicht als angeboren, sondern als kulturelle Konstruktion. Als Beleg für die Konstruiertheit von Geschlecht wird angeführt, dass die geschlechterbezogenen Verhaltensweisen, Eigenschaften und Rollen nicht biologisch begründet sind und sich in verschiedenen Kulturkreisen unterscheiden. Von dem Wort Gender lässt sich das Verb gendern ableiten, welches die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Sprachgebrauch bezeichnet. Die wohl eindeutigste Variante ist die Doppelnennung, bei welcher das männliche und weibliche Geschlecht explizit angesprochen werden. Eine übersichtlichere Form des Genderns liefert die sogenannte Sparschreibung, zum Beispiel mit einem Binnen-I. Schreibungen mit Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt oder Mediopunkt gelten als zeitgemäßer, da sie weitgehend aktuellen Transgender- und Intersexualitätsdebatten gerecht werden und durch die Sonderzeichen auf weitere Geschlechter verweisen.